Gedanken von Ulrich Wickert an Volker Rühe, dem Mazedonienbeauftragten der CDU, sowie der Streit in Bayern um die genehmigte Neonazi-Demonstration zum Rudolf-Hess-Geburtstag. Scheune, hier im Brandenburger Land, Musikantenscheune, zwischen Wiesen, Wald und Sand. Musikanten, viele Gäste kommen heute auf unseren Hof. Musikanten, tolle Stimmung, heute ist Schwung. Fühlt euch wie zu Hause, hier in unserer Klause, gibt es keinen Stress mehr, denn das ist nicht schwer. Mit Schunkeln, Klatschen, Singen, wenn die Lieder klingen, hört dem Stein mit Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land, Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, gute Laune und wir laden alle ein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei uns in der Musikantenscheune. Ein schönes altes Sprichwort sagt, Glück und Glas, wie leicht bricht das? Und ich sage Ihnen, das stimmt. Beides sollte man nämlich gut festhalten, auch im Stress des Alltags. Sonst geht einiges zu Bruch und am Ende hat man sich dann ganz böse geschnitten. Aber wer das Glück und das Glas sorgsam mit Bedacht behütet und behandelt, ab und zu mal so ein bisschen pflegt und putzt, der hat lange seine Freude dran. Bei uns werden Sie heute so einiges erfahren, was man mit Glas und Glück alles anstellen kann. Naja, in der Musik, da geht es ja sowieso immer ums Glück oder wenigstens ums Unglück. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, singt mein erster Gast. Er selbst ist eigentlich ein Glückskind. Seit vielen Jahren steht er erfolgreich auf Brettern, die die Welt bedeuten. Erst auf Skiern, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, später auf der Bühne und im Fernsehen. Heute bei uns in der Musikantenscheune. Meine Damen und Herren, hier ist der Hans im Glück. Also der Hansi mit den glasklaren grün-braunen Augen. Hansi Hinterseher, herzlich willkommen. Als er von mir ging, eine Träne, die Sehnsucht heißt, lebt tief in deinem Herz. Die Wunden heilt die Zeit und irgendwann tut es auch nicht mehr weh. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, wird bald der Wind verwehen. Du warst noch so jung und echt die große Liebe. Er versprach so viel und du hast ihm geglaubt. Du warst vor Glück und Liebe blind und hast geträumt im Sommerwind, als die andere kam, ließ er dich allein. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, hast du geweint, als er von mir ging. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, lebt tief in deinem Herz. Die Wunden heilt die Zeit und irgendwann tut es auch nicht mehr weh. Eine Träne, Sehnsucht heißt, wird bald der Wind verwehen. Du gehst nicht mehr aus, du könntest ihm begegnen. Hand in Hand mit ihm an deiner Stelle gehen.
doch irgendwann, du wirst schon sehen, wirst du auf guten Rosen gehen und dein Herz verlieren an einen, der dich liebt. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, hast du geweint, als er vor mir ging. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, lebt tief in deinem Herz. Die Wunden heilen, die Zeit und irgendwann tut es auch nicht mehr weh. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, wird bald der Wind verwehen. Eine Träne, die Sehnsucht heißt, wird bald der Wind verwehen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, lieber Hansi. Vielen Dank fürs Nachher. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wie geht unser Scheunenlied? Musikantenscheune zwischen Wiesen, Wald und? Wunderbar. Also ich bin ja begeistert, muss ich sagen. Genau. Und das ist er hier, unser Märkischer Sand. Und der hat ja manchmal wirklich so einiges in sich. Dieser hier zum Beispiel hat besonders viel Siliziumdioxid. Und daraus macht man ja Glas. Und aus dem wiederum macht nicht nur Mann, sondern auch Frau aus Kleinmachnow unter anderem diesen Brandenburger Adler. Wir werden die Künstlerin heute natürlich noch kennenlernen. Jetzt aber erstmal vom Glas wieder zum Glück. Ihr größtes Glück heißt Gregory und ist seit 6 Monaten auf der Welt. Und die Welt wird sich drehen, heißt es in ihrem Lied. Also ich denke mal, im Moment dreht sie sich vor allem um den kleinen Mann. Und hier ist die glückliche Mama Geraldine Olivier. Zu jung, um zu verstehen, war so naiv wie ein Kind. Habt ihr vertraut, alles geglaubt, Liebe macht Herzen oft blind. Feuer wird zu Eis und die Welt wird sich drehen, als wäre gar nichts geschehen. Es tut dir leid, es ist für uns längst zu spät. Feuer wurde Eis und die Welt wird sich drehen, als wäre gar nichts geschehen. Keine Tränen um dich, es ist aus und vorbei. Jeder Stern ist noch da, wo er immer schon war. Keine Tränen um dich, es ist aus und vorbei. Jeder Stern ist noch da, wo er immer schon war. Nur mein Leben gehört wieder mir. Und die Welt wird sich drehen, als wäre gar nichts geschehen. Kein Gefühl mehr für dich, du bist mir ein allein. Ja, der Mond wird auch morgen am Himmel noch stehen. Nur mein Leben gehört wieder mir.
Geraldine Olivier. Hallo, sei ganz herzlich gegrüßt. Ja, dein Platz ist ja heute Abend hier auch so ein bisschen in der Küche und ich darf euch bekannt machen, Küchendirektor Arno Schmedicke vom Inselhotel Potsdam, Hermannswerder. Hallo. Das kenne ich schon. Ich habe das schon beobachtet bei der Probe. Ihr versteht euch sehr gut. Geraldine, wie geht's Gregory? Also Gregory geht es blendend. Es ist ein Prachtkerl und macht Riesenfreude. Also bei dieser Mutter und bei dem Papa ist es ja wohl kein Wunder. Sag mal, hat er eigentlich schon Lieblingsessen? Also ich muss dir ehrlich sagen, er liebt immer noch die Milch, beim Brei macht er eher. Haha, genau. Aber was wir heute zaubern, das ist ja, glaube ich, eher was für größere Kinder, ja? Genau. Das ist eine Berliner Champagnercreme. Mhm. Und was wir nicht dazu brauchen, ja, ich würde behaupten, bitte, ja, ja, entschuldige mal, Champagner sowieso. Sag jetzt nicht, dass wir den nicht brauchen. Eigentlich nicht. Aha, wie geht das, bitteschön? Denn Ende des 16. Jahrhunderts kam ein schwaches, obergäriges, alkoholisches Weizenbier aus Hamburg nach Berlin. Fand nicht so einen Anklang. Die Franzosen, die als Hugenotten nach in unsere Region kamen, die entdeckten es und tranken es und fanden es wunderbar und gaben ihm den Namen Champagner du Nord. Also Champagner des Nordens. Und bei uns ist es lediglich die Berliner Weiße. Also keinen Champagner, was dann? Und wie geht's überhaupt los? Ja, es geht los. Wir brauchen dazu zwei Soßen mit Wein und mit Sirup. Einmal Waldmeistersirup und einmal Himbeersirup. Für die Creme brauchen wir Eier, Puderzucker, Quark, Gelatine, Champagner du Nord, Sahne und natürlich Himbeeren. Bevor ihr anfangt, noch eine Frage, Geraldine. Du warst ja für einige Zeit in Japan. Was hast du da gemacht? Da war ich Botschaftssekretärin. Das war mein früherer Beruf. Dann müsstest du ja eigentlich auch wissen, was ein Bühnenjapaner ist. Nicht? Also das sind Sound- und Rhythmusmaschinen, meist aus Japan, die bei Konzerten schon so manchen Musikanten ersetzt haben. Vorteil, die Dinger machen keinen Fehler und sind immer 100% exakt. Nachteil, es sind halt keine Menschen, eben ein bisschen kalt und blutleer. Das haben sich unsere nächsten Gäste auch gedacht und vor einiger Zeit beschlossen, auf solche Geräte bei Konzerten zu verzichten. Halt richtige Vollblutmusikanten, das Nockheim-Quintett. Ich denk an dich, dann bin ich nicht mehr einsam. Wo immer ich auch bin, den Tag, die Nacht leb ich mit dir gemeinsam, auch wenn wir längst nicht mehr zusammen sind. Ich denk an dich, mein Herz sucht deine Nähe. Ich denk an dich und träume mich zu dir, wenn ich erwach und Sonne sehe, sagt mir der Tag, du bist nicht mehr bei mir. Ich gehe den Fluss entlang, unter den Bäumen, wo das Morgenrot uns damals fand. Jeder Blick ein Glücksmoment, der sich in die Seele brennt, und dein Streichen spür ich noch auf meiner Haut. Und die Ewigkeit begann, die du in der Nacht versprachst, ehe du dein Versprechen wiederbrachst. Ich denk an dich, dann bin ich nicht mehr einsam. Ich denk an dich, wo immer ich auch bin. Den Tag, die Nacht leb ich mit dir gemeinsam, auch wenn wir längst nicht mehr zusammen sind. Ich denk an dich, mein Herz sucht dich.
Die Glasherstellung, liebe Zuschauer, hat in Brandenburg eine lange Tradition. Und die findet man heute unter anderem in den Museen von Glashütte oder Annenwalde. Denn alles, was man zum Glasmachen braucht, gab es schon vor 250 Jahren reichlich. Nämlich Sand, Pottasche, Kalk und Holz als Brennstoff. Nur die Glasmacher selbst waren etwas knapp. Doch der alte Fritz wusste sich zu helfen und machte die Mark Brandenburg zum klassischen Einwanderungsland. Er holte jede Menge Ausländer nach Preußen und die brachten den Laden erstmal in Schwung. Sie kamen zum Beispiel aus Mecklenburg, aus Franken und aus Sachsen. Und gerade die Sachsen sind ja nicht nur bekannt dafür, dass sie ziemlich helle sind. Sie verbreiten dabei auch noch gute Laune. Denn der Sachse an sich liebt ja die Gemütlichkeit in geselliger Runde. Das heißt, er feiert ganz gern. Mein nächster Gast kommt aus Oelsnitz im Vogtland und das liegt bekanntlich in Sachsen. Und von dort hat er uns ein fröhliches Lied mitgebracht. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Eberhard Hertel, herzlich willkommen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, der Tag ist heute perfekt. Die Stimmung schwebt voll Leichtigkeit, auch ohne Wein und Sekt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, schau dich nur um und denk. Ich mach mir diesen schönen Tag heute selber zum Geschenk. Ich mach mir diesen schönen Tag, heute selber zum Geschenk. Wir feiern bunte Feste bei uns und überall. Geburtstag oder Hochzeit und auch im Karneval. Doch heute strahlt der Himmel, wir schauen. Sitzt, liebe Zuschauer, soll nicht mit Steinen werfen. Schon gar nicht, wenn er so schöne Fenster hat. Die fallen ja sowieso schon aus dem Rahmen, also im übertragenen Sinne, versteht sich. Das ist schon was ganz Besonderes, ein kleines Kunstwerk. Und die Künstlerin sitzt jetzt neben mir, Barbara Rath aus Kleinmachnow bei Berlin. Herzlich willkommen hier in der Musikantenscheune. Danke. Und wie geht das jetzt los? Wie ist der erste Arbeitsgang? Ich sehe ja hier Zeichnungen. Ja, der erste Arbeitsgang ist erstmal, dass ich mir ein Motiv entwerfe, mit den Kunden zusammen oder auch alleine.
Das wird auf Pauspapier normalerweise hergestellt, kommt ganz drauf an, was es ist. Dann lasse ich mir vom Glaser, ich arbeite auch eng mit einem Glaser zusammen, einem richtigen Glaser. Von dem lasse ich mir. Ja, na. Und dann habe ich das Glas, zeichne mir auf dem Glas das Motiv genau auf. Und dann kommt in der neueren Technik, die ich beherrsche, das nennt sich ja Bleiornamentik. Ich löte nicht, sondern ich habe Farbfilme, die ich auf das Glas aufbringe. Und dann verziere ich von beiden Seiten das Motiv mit Bleiruten. Und das ist eine Klebetechnik insgesamt. Wir haben ja da diesen Brandenburger Adler, den haben Sie mitgebracht. Mhm. Das ist das Kleinmachnower Wappen. Da ist oben die Schleuse abgebildet und unten die drei Haken von der Raubritterfamilie Hake. Denn das gehört ja zu Ihren Spezialitäten, die Wappen. Genau. Das wollen wir doch mal so sagen. Ja, stimmt. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber kommen denn jetzt auch Leute zu Ihnen, die vielleicht so ein Familienwappen sich machen lassen? Ja, das kommt häufiger vor. Ich staune da selbst drüber. Es gibt eine ganze Menge Leute, die auch so aus dem Umland kommen, die ein Familienwappen haben. Wie könnte ich mir denn zum Beispiel jetzt was vorstellen, so für die Musikantenscheune? Ja, also ich habe darüber auch längere Zeit nachgedacht und habe mir dann letztendlich dieses Motiv ausgedacht. Und zwar haben wir da oben ein Dach. Da kommt dann auch wieder ein bisschen der Bauingenieur durch bei mir. Darauf sitzen drei Vögel, die zwitschern und Musik machen, wie das ja hier häufig der Fall ist. Dann sind noch ein paar Noten, die müssen ja sein. Eine Geige für schöne Instrumente, die hier immer aufspielen, ganz recht. Na, und die Blüten rechts und links, die sorgen für die nötige Harmonie und die nötige Freude, die hier immer stattfinden soll. Haben Sie ganz wunderbar gemacht, muss ich schon sagen. Sehr schön. Für unsere Zuschauer, also die sich jetzt nicht so in Berlin und Brandenburg auskennen, wo liegt denn Kleinmachnow genau? Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin, etwa 20 Kilometer von Potsdam entfernt. Ja, also dann bedanke ich mich erstmal bei Barbara Rath. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Glas und tolle Ideen. Sie sind nicht nur eine zauberhafte Künstlerin, Sie sind für mich eine sehr angenehme Gesprächspartnerin gewesen. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr herzlich Vielen bei Dank. Ihnen. Dankeschön. Falls Ihnen die nächste Sängerin bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass Sie sie schon öfter gesehen haben. Und zwar bei den Schäfern. Sie wissen doch, die erfolgreiche Gruppe, die ja immer barfuß auftritt. Eine Schäferin steht inzwischen auf eigenen Füßen. Heute bei uns zu Gast, ich habe vorhin gesehen, mit Schuhen, Gabi Lukas. Ist es erst ein scheuer Blick, doch die Zeit ist schnell vorüber, macht es erst im Herzen Klick. Fühlen kann man eine Wärme, das Signal, ich mag dich sehr. Jeder spürt jetzt das Verlangen, das ist Liebe. Und noch mehr. Über allem steht die Liebe, sie verdrängt auch. Denk nicht nur an deine Sorgen, sieh den Himmel einfach blau. Eine Liebe, die du dein nennst, schließ sie in dein Herz mit ein. Auf der Welt gibt es nichts Schöneres als glücklich und verliebt zu sein. Über allem steht die Liebe, sie verdrängt auch jeden Schmerz. Über allem steht die Liebe, sie trifft mitten.
entschuldigt bitte, ich möchte ja eure angeregte Unterhaltung hier nicht stören, aber eigentlich solltet ihr eher hier irgendwie was kochen oder zubereiten. Kochen nicht gerade, aber auf alle Heute Fälle nicht. Zubereiten. Hm, was habt ihr bis jetzt gemacht? Ja, ihr habt ja, erzählt. Wir haben erzählt. Die Förmchen schön ausgebuttert, beziehungsweise Gerardin, mit Puderzucker ausgezuckert. Das ist ganz wichtig, wenn nachher dann die Creme reinkommt, dann kann man es auch besser stürzen nachher. Dann weckt es ein bisschen an, so am Rand. So, da haben wir jetzt die Himbeeren eingelegt. Aha. Die Creme hat jetzt langsam angezogen. Und damit geht es jetzt weiter? Noch, ja, etwas Sahne kommt dazu. Mhm. Und dann aufgefüllt und kalt gestellt. So schnell geht das? So schnell, das ist wunderbar. Gerardin, du siehst so blendend aus. Bestimmt nicht nur, weil Arno neben dir steht. Doch, doch, auf jeden Fall. Ich es glaube, ist so ein heißer Koch. Ich glaube, dein kleiner Sohnemann bekommt dir sehr gut. Ja. Sowieso die Liebe, muss ich ja sagen. Wie wär's denn jetzt noch so mit einem kleinen Mädchen? So ein bisschen Nachwuchs, so gleich hinterher, sagt man ja, das wäre also gut. Das ist ein Thema, auf jeden Fall. Und ich habe meinem Mann auch versprochen, ich versuche so lange, bis die Tochter kommt. Gerardin, sag mal beruflich, was haben wir demnächst von dir zu erwarten? Also meine neueste CD ist da und die Welt wird sich drehen. Und wer hat die produziert? Christian Brun, mein Schwager und auch früher Komponist von Mireille Mathieu. Er hat zum Beispiel Zwei kleine Italiener. Das auch. Kennt jeder, ja, glaube ich, klar. Gemacht. Und ich bin sehr stolz, dass Christian mir die Produktion gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie natürlich gefallen wird. Dann, toi, toi, toi. Danke. Wo lebt denn deine kleine Familie jetzt überhaupt? Südlich von München. Ah, ja. Ja. Liebe Zuschauer, unzählige Touristen genießen ja jedes Jahr die herrliche Landschaft und die fröhliche Musik im Zillertal. Wer sich aber von dort einem Bächlein folgend ins Tuxertal wagt, der wird möglicherweise einem sagenhaften Riesen, der am Gletscher haust, begegnen. Oder einer sagenhaft guten Kapelle, die da zu Hause ist. Ein paar ziemlich fidele Buben, sag ich Ihnen. Tuxer, hey! Sie gehen, vergessen und verstaunt, sie in die Hand zu nehmen, hab ich mir fast nicht traut. Doch irgendwie, da juckt's mich, ich greif sie einfach an. Ich nimm den Bogen in die Hand und fang zu spielen an. Und ich rufe, hey, Fiedel, hey, spiel mit mir, hey, Fiedel, hey. Jeden reißt ganz einfach mit und keiner hört mehr auf. Denn machen wir zwar Musi, mein heute Geig und die, da kann auch jeder von euch sehen, die zwar den mögen sehen. Und die Rohre, hey, Fiedel, hey, spiel mit dir, hey, Fiedel, hey. Solche bunten Glasscheiben herzustellen, ist eigentlich aus der Not heraus entstanden. Die Glasmacher des Mittelalters hatten nämlich ihre liebe Not, mit ihrer Technik und ihrem Material auch größere durchsichtige Scheiben hinzukriegen. Also wurde erst einmal eine Art Mosaik gemacht und später sind es dann richtige kunstvolle Bilder geworden.
Denken wir nur an die herrlichen Kirchenfenster im Kölner Dom zum Beispiel. Ja, und so entsteht manchmal selbst in der Mangelwirtschaft noch etwas Schönes, was das Leben bereichert. Aber das Ganze bekommt natürlich erst einen besonderen Reiz, wenn ein Licht durchscheint. Ein Sonnenaufgang durch dieses Fenster gesehen, irgendwo in Tirol. Und dann noch mit Hansi Hinterseher. Na, welche Senorita könnte da noch widerstehen? Doch ich hab kein Wort verstanden. In der spanischen Nacht, da tranken wir roten Wein. Ich weiß noch genau, bevor meine Sinne schwanden, hab ich zu ihr gesagt, Senorita, ich lade dich ein. Komm nach Tirol. Dort gibt es Schnee und Leer. Den Stierkampf nennt man Fenster und Wein heißt Jagertee. Komm nach Tirol, Signorita, denn da gehör ich hin. Ich werd nie dein Torero, weil ich Tiroler bin. Danach, der Kopfschmerz war wie ein Messer. Ging ich runter zum Strand, der Sand war wie Schnee so weiß. Als ich sie dort traf, da ging es mir gleich viel besser. Ich hab gesagt, lass uns gehen, hier ist es doch viel zu heiß. Tirol, Signorita, dort gibt es Schnee und Leer. Den Stierkampf nennt man Fenster und Wein heißt Jagertee. Komm nach Tirol, Signorita, denn da gehör ich. Ich werd nie dein Torero, weil ich Tiroler bin. Quiero heißt die Morti, Salut heißt auf dein Ohr. Und sagst du sie, dann sag ich, wir sehen uns in Tirol. Komm nach Tirol, Signorita, dort gibt es Schnee und Leer. Den Stierkampf nennt man Fenster. Und Wein heißt Jagertee. Komm nach Tirol, Signorita, denn da gehör ich. Ich werd nie dein Torero, weil ich Tiroler bin. Ich werd nie dein Torero, weil ich Tiroler bin. Könntest du mich eigentlich einladen zum Verkosten hier? Mal sehen, wie die Champagnercreme schmeckt. Oh ja, und, alles ist und der Champagner vor allem. Es ist so heiß. Bitte schön, Herr ja, Küchendirektor. So sieht das angerichtete Berliner Champagner, die Berliner Champagnercreme aus. Mit frischen Himbeeren und die Soße, die Gerardine gekocht hat. Ja, natürlich. Wo ist sie? So sieht's aus. Ich bin zufrieden mit eurer Arbeit, kann ich nicht anders sagen. Was sollte man dazu trinken? Dazu trinken wir ein Elbling, Schloss Broschwitz, aus Meißen, aus Sachsen. Also vielen Dank, Arno Schmedeke vom Inselhotel Hermannswerder. Dankeschön. Vielen Dank, Geraldine Olivier. Danke, 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 danke.
Ja, aber ich wüsste ja noch, was man zu unserem Sekt hören kann. Zum Beispiel unsere Doppel-CD Musikantenscheune mit fröhlicher Musik und vielen bekannten Künstlern, die alle schon hier in Schloss Diedersdorf zu Gast waren. Auch du bist drauf, meine liebe Geraldine. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen viel Freude. Was hast du da drauf für ein Lied? Champagner fürs ganze Lokal. Genau. Und zu euch sage ich jetzt Prost. Zum Wohl. Ja, sag mal, Geraldine, hast du eigentlich eine eigene Seite so im Internet? Ja, ganz einfach. www.geraldine-olivier.de. Da bin ich da. Und da bin ich da. Genau. Arno, warst du schon mal bei www.claudia? Glaube nicht. Nicht, glaub's nicht. Aber die Männer von der Nockalm, die surfen da schon mal öfter hin. Glaub ich. Das Nockalm-Quintett. Du bist ein übertriebe Mädchen, machst voll auf lässig und modern. Ich kann es manchmal gar nicht fassen, dass deine Träume mir gehören. Doch nun bist du allein auf Urlaub und glaub mir, das ist schlimm für mich. Ich sitze nicht vor dem Computer und hoffe, ich erreiche dich. Ich schreibe www.claudia. Was machst du jetzt auf Ibiza? Ich denk an deinen süßen Mund und tippe mir die Finger rum. Ich schreibe www.claudia. Ich kenn die Boys auf Ibiza. Dazu der Strand, oh Mädchen, du. Und ich mach kein Auge zu. Mit dir ganz Internet zu chatten, bei Tag und Nacht und unentwegt. Kann dich am Handy nicht erreichen, warum hast du es weggelegt? Ich surf nur auf meinem Bildschirm und du surfst auf dem blauen Meer. Ich schick dir meine blanken Nerven und 100 E-Mails hinterher. Ich schreibe www.claudia. Was machst du jetzt auf Ibiza? Ich denk an deinen süßen Mund und tippe mir die Finger rum. Ich schreibe www.claudia. Ich kenn die Orts auf Ibiza. Dazu der Strand, oh Mädchen, du. Und ich mach kein Auge zu. Mein Herz und Schmerzgefühl muss der Computer heute noch anziehen. Claudia, hey, wo bist du heute Nacht? Ich schreibe www.claudia. Was machst du jetzt auf Ibiza? Ich denk an deinen süßen Mund und tippe mir die Finger hoch. Ich schreibe www.claudia. Dazu der Strand, oh Mädchen, du. Und ich mach kein Auge zu. Dazu der Strand, oh Mädchen, du. Und ich mach kein Auge zu. Liebe Zuschauer, wir haben ja heute so einiges über Glas erfahren. Und die Glasmacher haben übrigens eine eigene Schutzheilige. Das ist Clara von Assisi. Sie wurde 1255 heilig gesprochen und ist nicht nur die Patronin der Glaser, Glasmaler und Vergolder. Nein, sie ist auch die Schutzheilige des Fernsehens. Papst Pius XII. Hat das 1958 in die Wege geleitet, aufgrund der an ihr gerühmten visionären Begabung. Also, in diesem Sinne, Clara, steh uns Fernsehleuten bei. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in der Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune zwischen dir.
Wiese, Wald und Sand. Musikanten, viele Gäste kamen hier auf unseren Hof. Musikanten, frohe Stimmung, heut verschwob. Musikantenscheune, hier im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wenn's am schönsten ist, dann sagt man, soll man gehen. Musikantenscheune, so im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, hat es Ihnen Spaß gemacht? So wie uns, das wäre toll, sowas gedacht. Musikantenscheune, aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten machen Laune und wir laden herzlich ein, auch beim nächsten Mal mit uns dabei zu sein. Musikantenscheune, schauen Sie wieder rein. Liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Zentralschweiz. Hier ist das Land des Wilhelm Tell. Hier haben sich die Eidgenossen verschworen zum ewigen Bund. Und hier ist eine Urlaubsgegend, die sich gewaschen hat. Mit dem Wasser des Vierwaldstätter Sees. Den erkundet man am besten mit einem historischen Raddampfer. Die Uri ist das älteste dieser schwimmenden Denkmäler. Erbaut im Jahre 1901 für eine Zweiklassengesellschaft. Auf dem zugigen Deck die einfachen Leute, in den eleganten Salons die vermögenden Sommerfrischler, die bessere Gesellschaft. Auch ich befinde mich heute in bester Gesellschaft mit Gästen wie Hasi Osterwald, Gunter Emmerlich und Ivan Rebrov. Also dann volle Kraft voraus. Das ist die Liebe der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blüht an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Ja, weil man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von den kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Ahoi, die Welt ist schön und muss sich immer drehen. Da wollen wir mal ein Ding drehen. Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Was nutzt uns sonst die Kraft? Blut ist kein ihm mehr Saft. Die Sache wird schon schief gehen. Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Und hast du eine Fee? Dann schreibe Schatz Adi. Ich muss mal eben rüber zum Titicacasee. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Ja, und man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Oh, 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 oh. Von Kapstadt bis Athen, da gibt es was zu sehen. Wofür ist man denn Seemann? Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Wie schön ist es zu Haus, doch halten wir es nicht aus. Woanders ist es auch schön. Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Wenn dich die Tränen rühren, dann schwör's mit tausend Spüren. Ich muss mal am Äquator die Linie frisch lackieren. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blüht an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen, doch
heißt es bald auf Wiedersehen. Lebe wohl, mein Schatz, das ist die Liebe der Matrosen. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Luzern ist eine wahrhaft malerische Stadt. Mit engen Gassen, mit Türmchen, Treppen, stolzen Patrizierhäusern und prächtig bemalten Fassaden. Für die Herkunft des Namens gibt es mehrere Erklärungen. Mir gefällt die Lichterlegende am besten. Ein Engel mit einer Laterne habe den Menschen am See eine Stelle gezeigt, wo sie eine Kapelle bauen sollten. Zu Ehren des heiligen Nikolaus, des Patrons der Schiffsleute und Fischer. Demnach kommt der Name vom lateinischen Wort für Laterne, nämlich Luzerna. Ein besonderes Wahrzeichen der Stadt ist das Löwendenkmal. Es erinnert an 800 Soldaten der Schweizer Garde, die während der Französischen Revolution heldenhaft kämpfend zu Tode gekommen sind. Zu ihrem Gedenken hat der dänische Künstler Thorvaldsen einen sterbenden Löwen in den natürlichen Fels gehauen. Mark Twain nannte den Löwen von Luzern das traurigste und bewegendste Stück Stein der Welt. Gab es in Luzern ein verheerendes Feuer. Die berühmte historische Kapellbrücke brannte ab und musste mühsam rekonstruiert werden. Die Spreuerbrücke hier ist dagegen noch original. Das Dach diente ursprünglich nicht dem Komfort der Fußgänger, sondern dem Schutz der Soldaten. Die Brücke war ein Teil der Wehranlagen. Eine Besonderheit sind die dreieckigen Gemälde im Gebälk. Die Bilder zeigen den Totentanz. Vertreter verschiedener Berufe und Stände im Tanz mit dem Sensenmann. Der Maler Kaspar Megliger bekam für jedes Gemälde 11 Gulden und auch einen Haufen Ärger. Er porträtierte nämlich bekannte Zeitgenossen und die hatten es gar nicht gern, in derart lebensgefährlicher Gesellschaft öffentlich ausgestellt zu sein. Es gibt gar lange fremde Sprache auf dieser großen Welt. Von allen Sorten
viele Leute hast gesehen und auch verschiedenes Geld. Doch eins ist gleich schon ewig lang der Schweizer Jodelgesang. Das Hotel Schweizer Hof in Luzern zieht offensichtlich die Musiker an. Richard Wagner hat schon hier gewohnt. Und jetzt darf ich an dieser Stelle eine Schweizer Legende begrüßen, den Bandleader Hasi Osterwald. Herzlich willkommen, Hasi. Hallo, mein Lieber. Viele Musiker haben ja ihre künstlerische Ader von den Eltern geerbt. Und so gesehen hättest du einen ganz anderen Beruf ergreifen müssen. Ja, mein Vater war internationaler Fußballspieler. Und ich hatte sein Talent geerbt und ich war beim Fußballclub, als ich zur Musik kam und die war dann stärker und dann bin ich halt Musiker geworden. Du hast ja bei all deinen Auftritten eine Freundin namens Susi dabei. Wer ist denn diese Dame? Die beste Freundin, die ich je hatte. Man konnte ihr und kann ihr das Mundstück abschrauben. Es ist meine Trompete. Planst du irgendwann, gemeinsam mit deiner Susi, in den Ruhestand zu gehen? Du bist ja immerhin stolze 78, aber ich glaube eher nein. Ja, ich kann sehr schlecht rechnen. Ich mag Zahlen nicht, obwohl die ganze Welt nur noch mit Zahlen lebt. Ich mag sie nicht, ich denke nicht daran. Eines Tages will der liebe Gott, dass ich aufhöre. Bis dahin spiele ich. Sie sind kein kleiner Mann, Sie sind kein großer Mann, Sie sind Demeter. Und ab und zu stehen Sie dem Schicksal vis-à-vis mit einer Wette. Sie denken, so dumm kann ja ich nun auch nicht sein. Ich steig mal in den Karriereaufzug ein. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie können zum Weg nach oben jetzt erst gar nicht starten. Die Leute drängen da ein, der Drang nach oben ist stark. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Gehen Sie mit auf diese Tour. Holen Sie sich Ihre Kohlen wieder, Druck von Kohlen aus dem großen Weltgeschäft. Oh, Jutte, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, und ich schwöre, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, Jutte, oh, auf die gute neue Zeit. Pinke, 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 pinke. Kriminaltango in der Taverne.
Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich ausbrich, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneifer, checkt den Gaus und Baby zittert. Doch dann löst sich schnell das Licht. Kriminal Tango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Der absolute Meister der Armbrust war Wilhelm Tell. Ob er nun wirklich gelebt hat oder nicht, seine Geschichte gehört zur Schweiz wie der Schweizer Käse. Der habsburgische Landvogt Gessler ließ einst einen Hut in den österreichischen Landesfarben aufstellen. Jeder, der vorbeikam, musste einen Kniefall machen. Wilhelm Tell tat den Teufel und sollte zur Strafe einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen. Tell traf präzise, aber er hatte noch einen zweiten Pfeil im Köcher. Für den Fall des Misslingens hätte er damit Gessler erschossen. Das sagte er auch laut und sollte dafür ins Gefängnis. Aber er konnte fliehen. Dann der große Showdown hier bei Küssnacht. Tell lauerte dem Landvogt auf. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, dichtete später Schiller. Und Gessler kam. Tells zweiter Pfeil traf ihn und der verhasste Tyrann war besiegt. Das soll im Herbst 1307 gewesen sein. Kurz darauf kamen die Schweizer zum berühmten Rütlischwur zusammen. Auf dem Rütli, einer Bergwiese, beschlossen sie einen ewigen Bund, der keinerlei fremde Herrschaft mehr dulden sollte. Sie haben ihren Schwur gehalten.